2 von Actualed. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mad Games Tycoon. 198.000 und wir sehen auch hier das Spiel. Verkauft sich hervorragend. Dann wird Zeit, dass wir einen Nachfolger bauen. Und dann würde ich einfach die gleichen Zutaten nehmen. Allerdings schauen wir uns jetzt mal an, was wir hier am Gameplay verbessern können. Was da gut war, was da schlecht war. Jetzt nehme ich jetzt mal hier meinen Oldschool-Block zur Hand. Jetzt vergesse ich das nämlich wieder. Also wir gehen nochmal zur Messe und gucken mal, ob uns da die Leute feiern. 4600, das ist schon mal ordentlich. Und wir erforschen noch weiter Features. Letztlich sind wir auf dem Weg in ein größeres Büro. So, die machen jetzt erstmal hier ein bisschen Auftragsarbeit. Die werden natürlich auch immer besser. Also, 2,24 Millionen haben wir damit verdient. Und immerhin, ne? Das sieht ganz gut aus. Jetzt warten wir hier noch auf die Endergebnisse. Ist es die Frage, ob wir jetzt schon eine weitere Engine programmieren sollten? Mit 15 Features. Da wären wir da vorne mit dabei, ne? So, das optimieren wir mal für... Jetzt wissen wir natürlich nicht, was da als nächstes kommt. Nehmen wir einfach mal Arcade. Die wollen wir auch wieder verkaufen. Gewinnbeteiligung 33%. Bevor die gar nichts machen, sollen die was machen, wo wir auf jeden Fall was mit verdienen. Und da gucken wir mal, ob wir Triple Garda Jump einen Nachfolger entwickeln sollten. Weil ich persönlich weiß noch nicht so ganz genau, wie diese komischen Forschungsberichte funktionieren, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht versteht ihr das ja. So, perfekt getroffen. Also erstmal 25% Gameplay, 25% Grafik ist das, glaube ich, ne? Das kann alles ausgewogen sein. Gameplay und das hier ist Steuerung, okay. Die perfekte Einstellung haben wir bei Spieltiefe erreicht. Das war 60% oder so. Ja, da können wir mal hier nochmal angucken. Also das, alles andere war halt nicht gut. Gute Genre-Kombinationen ist Geschicklichkeit, Arcade, Denkspiel, Ego-Shooter, Third-Person-Shooter, okay. Also da bin ich mir, wie gesagt, noch nicht ganz sicher, was wir daraus lernen können. Und irgendwo können wir uns auch die Fan-Kits angucken, aber wo, die Fan-Post. Hm. Weil das sagt uns auch noch mal ein bisschen über die Spiele aus. Dann hoffen wir, dass wir mit der lizenzierten Garda 15 Engine ein bisschen Geld rankriegen. Und dann können wir eigentlich direkt loslegen, den Nachfolger bauen und dann sollten wir eigentlich so viel Kohle haben, dass wir ein neues Büro kaufen können. Also seht das hier. Wir sind hier in unserer kleinen Garage. Und naja, so ein altes Bürogebäude, zumindest hier ein mittleres Bürogebäude für 1 Million. Wir müssen noch Equipment kaufen. Tja, das haben wir jetzt auch. Dann machen wir nochmal schöne Musik hier. Wieder nichts von uns dabei. Das ist eigentlich schon fast traurig. Dafür ist die Garda 15 fertig. Und wir können den Nachfolger bauen. Und zwar, und da sehen wir jetzt alle Spiele, die wir hatten. Und zwar hierzu Triple Garda Jump.
Wir versuchen es jetzt mit voller Feature-Geschichte. Obwohl, nee, da können wir direkt die hier nehmen. Ist aber Ultimate für Arcade. Ob das gut oder schlecht ist, finden wir raus. So. Achso, Dev-Kits. Müssen wir mal gucken, ob wir da neue erwerben müssen. Jawohl. Nintendo Game Joy und Sega Mega Station. ja. So, PC, Nintendo MES und Game Joy. So. Und hier wissen wir jetzt, das hier war perfekt. Hier sollen wir ein bisschen nach da gehen. Dann nehmen wir noch den neuesten Kopierschutz. Bessere Atmosphäre. Okay. Versuchen wir es so. Die Gewichtungen waren 25% überall. Okay, das passt. Ja, und da können wir alle Features nehmen. Wir haben also jetzt Multiplayer noch drin und alles Mögliche. Das Spiel kostet uns in der Entwicklung 1,06 Millionen. Und hier legen wir direkt los mit Spielbalancing verbessern. Dass wir während der Entwicklung wir schon eingreifen, dass das Spiel besser wird. Und anschließend müssen wir die Bugs natürlich noch rausbringen. Und, ja, Third-Person-Krankenhaus-Shooter. Das ist natürlich auch eine Mischung. Wer kommt denn auf sowas? Und genau wie wir hier zum Beispiel das Gameplay verbessern, kommen wir später halt noch dazu. Zum Beispiel, Grafikstudio oder Audiostudio, mit dem man quasi die gleichen Sachen machen kann. So, dann machen wir noch die Performance. So, und die haben keine Forschung mehr. Das heißt, wir erforschen hier mal Genres. Aber nehmen wir mal hier interaktiver Film. Nee. Simulation natürlich. Und hier haben wir wieder ein bisschen Geld gekriegt. Von der Garda Jump Engine. Mal gucken, wann die Garda 15 dann auch mal irgendwie erworben wird. Wir machen Werbung auf der Messe, natürlich. Wieder ein paar tausend neue Fans. Ich frage mich gerade, ob wir noch mehr Leute reinkriegen, aber es sieht nicht gut aus. Naja. Wir brauchen auf jeden Fall ein größeres Büro. So, was haben wir noch? Wirtschaftssimulation. Los geht's. So, Performance-Verbesserung ist abgeschlossen. Dann machen wir jetzt noch die Steuerung verbessern. Wenn wir schon mal dabei sind. Und da werden gerade Bugs am laufenden Bande produziert. Und wir erforschen derzeit weitere Genres. Und langsam aber sicher geht uns auch das Geld aus. Das ist das größere Problem hier gerade. Ja, da ist das Geld aus. Ist natürlich jetzt auch ein Problem. Da wäre natürlich die Kopierschutze, ja, und die, also Kopierschutz und, sind wir dabei? Nein. Also Kopierschutz und Plattform werden ja mit der Zeit vom Markt genommen. Und dann sind wir teilweise einfach nicht schnell genug. Das ist dann blöd. So, hier kriegen wir nochmal wieder ordentlich Gewinnbeteiligung. Mit der Garda Jump Engine. So, und Grafik und Sound. Also seht ihr, in der Technik verbessern wir ständig.
Aber Grafik und Sound können wir nur verbessern, wenn wir da jetzt auch entsprechend ein Grafik- und ein Soundstudio hätten. So, jetzt wollen wir erstmal die Bugs entfernen. Und hier können wir neue Features erforschen, wenn wir Geld hätten. Haben wir auch. Sprachausgabe, okay. Die erste Garda 15 ist raus. Na, wollen wir mal hoffen, dass das unser Spiel, unser Nachfolger von unserem Kassenschlager, den wir jetzt optimiert haben, hoffentlich auf Basis der Forschung, auf Basis der Fanforschung. Und ihr seht, wir haben zu wenig QS hier. Wir müssen mehr Leute in die Qualitätssicherung setzen. Die bauen so schnell der Bugs da rein, da kommen diese beiden hier gar nicht nach. Was wir aber machen könnten ist, wir wissen ja jetzt schon, wir sind 5 Wochen rum, das werden wir noch warten. Vielleicht haben wir ja Glück mit dem zukünftigen Genre. Ne? Arcade, Jump'n'Run. Vielleicht. Es wird auch langsam Zeit, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Danke. Boah. Garda 15 Engine hier. 1,9. 33% Gewinnbeteiligung. 647.000. So viel dazu. Können wir direkt hier weiter forschen. Jetzt wäre natürlich die Plattform vom Markt genommen. Das ist natürlich blöd. Was ich mir hier wünschen würde, ist, dass man sagen könnte, okay, hier, soweit ist die Entwicklung abgeschlossen. Ich speichere das sozusagen zwischen und kann hier schon wieder Aufträge annehmen. Aber nein, wir müssen jetzt erst mit den Bugs warten. Ist ein bisschen blöd. So, was haben wir hier? Rennsport und... Nichts von uns. Rennsport und... Arcade. Ja, das wär's. Ich würde sagen, wir veröffentlichen das jetzt mit Bugs. Jetzt mache ich es genauso wie den Publisher, den ich es immer vorwerfe, ne? So, gucken wir mal. Alle, nee, fast alle wollen. Wir haben auch teilweise welche mit einer guten Marktstärke, die uns $5 bieten. Hier, Jump'n'Run, Actualit. Jump'n'Run, 5, Marktstärke 2. So perfekt, oder? Ja. Komm. Na, komm. Dieses Spiel ist richtig gut geworden. Geht los, kauft es euch. Das klingt gut. So, hier wird noch in den Bugs gearbeitet. Das heißt, hier können wir schon mal die Auftragsarbeit wegmachen. Ein Feature-Update machen. Wir machen ein Feature-Update. Wir machen ein Update mit neuen Spielinhalten, Sicherheitsupdate, neue Level, neue Storyline. Helfen wir denen hier beim Bugs entfernen. So, und wir sehen hier, wir haben schon 300.000 davon verkauft. Ich würde sagen, es läuft bei uns. Guckt euch das an. 400.000 schon Gewinn dran. Gewinn. Ein Abzug von Kosten. Das heißt, wir können hier gleich abbrechen. Dann machen wir da einen Spielbericht und dann entwickeln wir da direkt nochmal einen Nachfolger. Dann wissen wir jetzt schon... wo das noch besser werden kann. Und bei 3,24 Millionen würde ich sagen, es ist in der Zeit, dass wir umziehen. Ein neues Gebäude. Ja, das riskieren wir. Wir ziehen um in ein neues, größeres Gebäude, damit wir... Ach, damit wir auf jeden Fall... endlich mal die ganzen neuen Sachen auch verwenden können. Und die 4DO ist verfügbar. Ich kenne auch 3DO. Die haben damals hier Might and Magic und so gemacht. Und zwar nicht dieses neue, alberne, isometrische irgendwas, sondern richtig cooles, altes Dungeon Crawler, hätte ich fast gesagt. Also ja, in die Richtung halt.
Nochmal den kleinen Messestand für Garda Jump 2. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge mit 5600 weiteren Fans. Wenn es wieder heißt, Garderol spielt mit euch Mad Games Tycoon. Wir lassen hier mal weiter forschen. Wir müssen jetzt sowieso dann abbrechen, weil alle Sachen, die jetzt noch laufen, die werden abgebrochen. Und in der nächsten Folge ziehen wir um in ein neues Bürogebäude. Wir haben mit dem letzten Spiel 4,4 Millionen gemacht und warten jetzt noch diesen Bericht ab. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss. Und lasst einen Daumen und einen Kommentar da. Würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Bis dann.